Syndra stammt aus Navori und ließ sich als kleines Kind leicht ablenken. Oft verlor sie sich in der magisch anmutenden Schönheit eines schattigen Teichs oder einer Reihe Zuckerkäfer, die eine Mauer emporkletterten. Wann immer sie ihre Aufgaben im Haushalt nicht beendete, schimpfte ihre Mutter lautstark über ihren Mangel an Konzentration. Sie bekam sogar die Schuld, wenn die Milch sauer wurde oder anderes Unglück ihre Familie befiel. Besonders Ewart, Syndras älterer Bruder, piesackte sie, wo immer er nur konnte. Oft floh Syndra zu ihrem Lieblingsversteck, der Geisterweide, die den Dörflern heilig war. In ihrer Einsamkeit unterhielt sie sich flüsternd mit dem Baum, um Trost zu finden. Eines warmen Abends folgten Ewart und seine Freunde ihr heimlich. Sie lachten über ihre kindlichen Tränen. Ihr Scham und ihr Zorn wurden immer stärker, während sie versuchte, die Beleidigungen zu ignorieren, bis ihr schließlich jemand einen Dreckklumpen an den Kopf warf. Syndra konnte ihre Gefühle nicht länger im Zaum halten. All ihre Wut brach aus ihr heraus und nahm die Gestalt dunkler magischer Sphären an, die schwer waren vom Gewicht ihres Leids. Bis zu diesem Tag hatten ihre mächtigen Fähigkeiten in ihr geschlummert, doch jetzt flackerten sie mit unbeständiger Stärke auf und die Sphären saugten wie Perlen aus negativer Energie die Magie aus der Welt um sie herum und selbst die Lebensessenz der Geisterweide auf. Ewart und seine Freunde wichen vor Schreck zurück, als der uralte Baum sich krümmte und die braune Borke terig schwarz wurde. Die Dörfler befürchteten, dass mit dem Tod der Geisterweide ihre Verbindung zur Urseele Ionias gekappt worden war und gaben Syndras Familie die Schuld dafür. Als Vertriebene suchten sie eine neue Heimat und fürchteten Syndras Kräfte. Nach monatelanger Reise erreichten sie die Küste und begegneten dort einem Einsiedlerpriester namens Konigin. Er erzählte von seiner Heimat auf der Insel Phaelor, wo er Lernwilligen zeigte, wie sie ihre wilde Magie kontrollieren konnten. Syndras Familie sah keine andere Möglichkeit. Vielleicht könnte er helfen, wo sie versagt hatten. Die junge Syndra erklomm die Stufen eines alten Tempels in den Klippen, der vor langer Zeit aus dunklem Gestein gehauen worden war, und die See überblickte. Sie vermisste ihr altes Leben, doch sie wollte auch an der Weisheit ihres Lehrers teilhaben und setzte alles daran, ihre Emotionen zu zügeln. Mit den Jahren wurde sie jedoch immer frustrierter. Statt an Kontrolle zu gewinnen, schien es ihr, als würde ihre Magie lediglich schwächer werden. Konigin zog sich jeden Morgen zurück, um in Klausur zu meditieren, statt ihr etwas Neues beizubringen. Schließlich stellte sie ihn zur Rede. Mit vor Erschöpfung zusammengepressten Zähnen gestand er ihr, dass er ihre Macht um ihrer eigenen Sicherheit willen unterdrückte. Solch negative Energie hatte seltsame, unvorhersehbare Auswirkungen auf die Realität und Syndras Kräfte überstiegen seine Fähigkeiten als Mentor mittlerweile bei weitem. Sie hatte sich noch nie in ihrem Leben so verraten gefühlt. Konigins Betreuungen ließen ihren Zorn nur anschwellen, und in diesem Moment verlor er seine Konzentration. Die Mauern des Tempels erbebten. Das Morgenlicht schien blasser zu werden. Syndra erhob sich in die Luft, als ihre Enttäuschung sich Bahn brach. Sie klaubte dunkle Sphären aus der Luft und leitete sie durch den Körper ihres Mentors hindurch, sodass er im Moment seines Todes all ihre bittere Wut spürte. Die Decke stürzte herab und Staub und Trümmer begruben die heiligen Gärten. Syndra richtete ihre Kräfte gegen die Überreste des Tempels, sandte Schockwellen durch Phaelor und raubte der Insel selbst ihre rohe magische Kraft. Nie zuvor hatte es eine solche Konzentration negativer Energie an einem einzigen Ort gegeben und die Urseele Ionias selbst manifestierte sich, um ihr entgegenzuwirken. Unter Syndra tat sich die Erde auf und Wurzelwerk zehrte sie in einen unterirdischen Tümpel lebenden Wassers, das ihre Macht unterdrückte und sie in einem magischen Schlaf gefangen hielt. Träumend überdauerte sie eine scheinbare Ewigkeit. Der Großteil der Welt vergaß ihre Existenz. Der Krieg mit dem Noxianischen Reich entzweite die Menschen Ionias und eines Tages wurde Syndra von denen erweckt, die einst Wache über Phaelor gehalten hatten.
Manche wollten sie vernichten, andere hofften auf ihre Hilfe gegen Noxus. Doch Syndra entfesselte ihr Chaos gegen sie alle. Niemals wieder würde sie ein Spielstein auf dem Brett eines anderen sein. Sie riss die Mauern der Festung ein, die über ihrem Gefängnis errichtet worden war, und hob den größten Turm in die Luft empor, um sich darauf weit forttragen zu lassen. Sie würde sich nicht beherrschen lassen. Niemals wieder. This power is mine to command.